Flughafen Münster-Osnabrück. Astrid treibt ihre Söhne an, denn ihr Flieger nach Mallorca wurde bereits aufgerufen. Ist Max Dax fertig mit seinem Keks? Können wir nicht lieber zu Hause bleiben? Was willst du zu Hause? Oma wartet schon auf uns. Ich muss noch leveln. Leveln? Also, ihr seid unglaublich, seid ihr. Ach, Entschuldigung, Kinder. Ach, wir fallen schon wieder überall auf, Jungs. Die alleinerziehende Mutter hat in der Eile nicht bemerkt, dass der genervte Tischnachbar soeben das Handgepäck vertauscht hat. Eine fatale Verwechslung. Die Familie schwebt in Lebensgefahr. Hör auf! Ich weiß, dass ihr aufgeregt seid und ich weiß, dass es alles sehr, sehr spannend ist. Scheiße, eine Schlange! Steht auf! Los, eine Schlange! Weg hier, weg hier! Komm her, Finn! Finn! Tut mir leid, das war nicht meine, das ist nicht meine, keine Ahnung. Weg hier! Dafür gibt's kein Gegengift. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Wir waren gerade im Restaurant oben und ich wollte meine Tasche aufmachen, aber es war nicht meine Tasche, die sah nur aus wie meine Tasche. Und da war eine Schlange drin. Was war das für eine Schlange? Eine Korallenotter. Moment mal, eine Schlange war in der Tasche? Ja, eine echte Schlange. Eine echte Schlange. Und die ist jetzt da oben, die Tasche oben. Mit der Schlange drin? Mein Sohn ist da, soweit ich beurteilen kann, ein kleiner Experte auf dem Gebiet. Und er sagte, das ist eine Korallenotter und die ist hochgiftig. Kein Gegengift. Also Sie sind sich extrem sicher, dass das eine Schlange ist? Ja, ich habe sie gesehen. Wir haben sie beide gesehen. Ja, da es sich hier um ein exotisches Tier handelt, haben wir natürlich unsere Kollegen vom Zoll und von der Feuerwehr hinzugerufen. Denn dort befindet sich die Fachexpertise, gerade beim Zoll im Rahmen von Schmuggelware. Ja, und das war einfach nötig, damit wir hier schnellstmöglich die Suche aufnehmen konnten. Folgendermaßen, ja, scheinbar haben wir oben eine Schlange aus einer Tasche. Also die ist wohl irgendwie aus einer Tasche gekommen. Ja. Und jetzt müssen wir gucken, wo die ist. Die Dame hat wohl mit den Kindern am Fenster gesessen und irgendwo da muss jetzt auch diese Schlange sein. Hat sie gesagt, eine Giftschlange oder? Ja, der Sohn kennt sich aus. Ein kleiner Experte, der kennt sich da so ziemlich mit aus. Reptilien sind sein Hobby und Schlangen sowieso. Und er sagte, das ist eine Korallenotter, die hochgradig giftig ist und es gibt kein Gegenmittel, so wie er sagt. Und ich glaube ihm. Okay, also er kennt sich da wirklich mit aus. Platz für die Tasche haben wir, wenn die Tasche aussieht, haben wir. Aber Sie haben, ist das Ihre Schlange oder haben Sie die nur gesehen? Nein. Also ich dachte, das ist meine Tasche. Die sah so aus wie meine Tasche. Okay. Aber anscheinend war es doch nicht meine. Okay. Und die war da jetzt mit drin. Und du bist dir sicher, dass das eine giftige Schlange ist? Okay, wir müssen schleunigst hoch. Thorsten Busch glaubt der 34-Jährigen. Während Astrid mit ihren Söhnen im Erdgeschoss wartet, durchsuchen die Beamten die Stelle, an der die Familie die Schlange gesichtet hat. Ein Biss könnte tödlich enden. Dennoch müssen sie eine Massenpanik unbedingt vermeiden. Also hier stehen Becher und alles drum und dran. Also hier müssen Leute gesessen haben. Ja, warte. Vorsicht. Ja, da. Aber eine Tasche? Ich sehe keine Tasche. Ist da hinten eine Tasche? Nee, negativ. Okay, also hier müssen die Leute gesessen haben, weil hier sieht es ziemlich aus, als wenn die Fluchtartig abgegangen ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Es sieht auch wirklich so aus, als wenn sie hier schlagartig alles verlassen haben. Ne? Ja. Gut, da kann sie nicht, da kann sie auch nicht. Nee, da ist nichts. Okay, also Tasche, Fehlanzeige. Die Lage bleibt angespannt. Inzwischen ist ein Schlangenexperte vom Veterinäramt eingetroffen. Jetzt ist Finns Auskunft wichtig. Der 11-Jährige ist stolz, dass er mit seinem Wissen über Reptilien helfen kann. Wie sieht sie denn aus? Kannst du mir das vielleicht sagen? Die war so schwarz, orange, weiß ungefähr. Oh, dreifarbig geringelt. Genau. Genau, ja. Wie groß aber, wie heißt, oder? Also ungefähr so. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Du kennst sie sogar, ja. Du hast ein bisschen Ahnung. Mhm. Was meinst du denn, was das gewesen sein kann? Eine Korallenotter, hochgiftig, kein Gegengift. Oh. Ja, tatsächlich. Wobei, so wie der Junge das beschreibt, ist das jetzt wirklich nicht spaßig. Als wir dann hinuntergegangen sind, sind wir auf den hinzugerufenen Veterinär gestoßen. Den haben wir kurz in Kenntnis gesetzt, um was für eine Schlange es sich handeln soll. Er hat dann bestätigt, es handelt sich um eine Korallenotter, die sehr hochgiftig ist. Und schon hatten wir eine Zwickmühle. Informieren wir den ganzen Flughafen und schüren eventuell eine Panik? Oder versuchen wir still und leise, so schnell wie möglich, diese Schlange zu finden? Der Polizeioberkommissar ordnet eine möglichst diskrete Suche an. Da nur Astrid weiß, wie die Tasche mit der Schlange aussieht, bleibt die Steuerfachgehilfin mit ihren Söhnen dabei. Und dann scheint es eine heiße Spur zu geben. Alles gut, Schatz? Okay. Das sieht aus. Da ist unsere Tasche. Ich glaube, du hast recht. Ihr bleibt hier, Jungs, ihr bleibt hier. Das ist die Tasche. Das ist Ihre Tasche. Wir müssen mal einmal, wir sind auf der Suche nach genauso einer Tasche, wo eine Schlange drin sein soll. Ihr bleibt jetzt alle hier. Das ist meine Tasche. Mir wurde mitgeteilt, dass hier eventuell eine Giftschlange drin ist. Darum besteht natürlich eine akute
Gefahr für Leib und Leben? Das kann aber nicht sein. Die Tasche war die ganze Zeit bei mir. Aber uns wurde gesagt, in genau so einer Tasche ist hier eine Schlange gesichtet worden. Ich hatte die Tasche nicht einmal aus den Augen gelassen. Die war die ganze Zeit bei mir. Also hier ist tatsächlich keine drin, so wie es aussieht. Was habe ich Ihnen noch gesagt? Ja, wir müssen ja auch schon mal sicher gehen, ne? Deswegen, genau. Also, wenn wir... Ihr bleibt hier. Ihr wartet. Ihr geht nicht näher an die Tasche. Ihr bleibt da. Ja, bitte nicht an die Tasche gehen. Obwohl, er ist jetzt scheinbar. Der junge Mann sagt ja, das ist seine Tasche. Das sieht ja auch so aus. Ja, die also, Tasche sieht aber genauso aus wie auf dem Foto. Gibt es sie wohl öfter? Wo haben Sie den gekauft? Das, also jetzt, wo Sie es sagen, das ist ein Werbegeschenk gewesen. Ne? Also von einem Reiseveranstalter, der hat die Taschen massenhaft verteilt. Ich habe auch hier tatsächlich schon 3-4 Stück gesehen. Und die sehen alle so ähnlich aus. Ne? Oder es, ja. Also okay. Hast du gehört? Die Tasche gibt es häufiger, also das heißt, da haben wir ein bisschen was vor uns jetzt. Die Sache nicht leichter. Also die Tasche ist sauber, hier ist definitiv nichts drin. Okay. Wo soll die Schlange sein? Ja, wie im stille Postverfahren ist es dann halt so gekommen, dass sie es herumgesprochen hat mit der Schlange, sodass uns zwei Fluggäste hektisch aufmerksam gemacht hätten, sie hätten eine Schlange gefunden. So, Männer, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Bevor das hier eskaliert und jeder Gegenstand für eine Schlange gehalten wird, müssen wir unbedingt jetzt diese Schlange finden. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, wenn jetzt schon die Passanten uns hier ansprechen, ne? Und woher wissen die das? Entschuldigen Sie die Störung. Ja, kommen Sie mal an meine Seite. Ja. Ich bin Lena Habicht und ich habe zwei kleine Jungs auf dem Klo gesehen und der eine davon weint ganz doll. Kasi? Hatte der Kleine und der Große, das waren zwei, 6-Jähriger und 11-Jähriger, der Kleine mit Brille? Weint. Ja. Der eine wo war das? Da vorne auf der Toilette? Auf der Toilette, auf der Männertoilette. Gut, dann gehen wir. Kasi und, genau. Also wir gehen mit der Mutter dahin, gucken nach den Jungs. Ihr macht hier ganz normal Routinebetrieb weiter, ja? Warum weint er? Wissen Sie, warum er weint? Nein, der hat gar nichts erzählt. Der war, Sie können auch ruhig hier bleiben, ja? Wir kümmern uns. Ich habe eine Sekunde nicht aufgepasst, wirklich nur eine Sekunde. Und Sie waren weg. Ich wusste nicht, wo. Ich wusste nicht, wie es passieren konnte. Aber Sie waren weg. Ich habe mir tierische Sorgen gemacht. Astrid ist völlig aufgelöst und macht sich schwere Vorwürfe. Dass ihre Söhne nun alleine sind, ist schon gefährlich genug. Hinzu kommt, dass die hochgiftige Schlange vermutlich noch im Flughafengebäude ist. Hallo. Können wir bitte erst nach den Kindern gucken? Ihr seid von der Leitstelle auch gerufen worden. Ja, genau. Kommt doch mal ganz kurz mit uns. Ja. Wir müssen da gerade was klären. Ja. Vielleicht brauchen wir euch. Oh, okay. Das ist meine Tasche. Bleiben Sie mal eben hier bitte, nicht zu nah rangehen. Kommen Sie mal ein ganz kleines Stück reingucken? Doch, da sind unsere Knabbereien drin. Das ist definitiv unsere Tasche. Okay, aber keine. Das heißt, da war auch nicht die Schlange drin, das ist unsere keine Tasche. Keine Gefahr, ja? Dann gehen wir mal einmal einen großen Bogen drumherum. Ich würde jetzt aber gerne zu den Kindern einmal. Wir sind auf dem Weg. Nein, wir haben die Schlange noch nicht gefunden. Kasi, Finny? Warte mal hier. Ja. Kasi? Nur kurz zur Mama. Schatz, alles gut? Was ist passiert? Wer weint? Du hast nicht geweint. Wo ist Finny? Wo ist Finn? Finn wurde, glaube ich, von der Schlange gebissen. Ist die Schlange noch da drin? Geht's dir gut? Bei dir ist alles in Ordnung? Gehen Sie mal aber mein Sohn ist da drin. Wir hatten hier auch die zusätzliche Info, dass die Schlange schon identifiziert war und dass es hier kein entsprechendes Antiserum gibt. Da war der Schrecken natürlich umso größer, als wir gehört haben, dass ein Junge hier wohl gebissen worden ist. Das war aber nicht die einzigste Sorge. Bisher war das so ein bisschen eine anonyme Angst, aber jetzt hat sie sich ganz klar konkretisiert, möglicherweise war die Schlange in unserer Nähe und wir waren alle in Gefahr. Kommst du mal eben zu mir? Ist hier die Schlange drin? Ja. Nein. Kommst du mal hier? Komm her. Hier. Also was ist passiert? Gehen Sie mal bitte. Lassen Sie mal die Ärztin gucken, bitte. Lassen Sie bitte die Ärztin gucken. Komm her. Das war ja wohl keine Schlange. Das war keine Schlange. Das ist eine riesige Schlange. Aber da ist doch normalerweise. Also das sieht aus wie ein Menschenbiss, ganz ehrlich. Das sieht man hier genau die Reihe. Guck mich an, Baby. Guck mich an. Sei ehrlich. Hast du den Finn gebissen oder war das die Schlange? Infos gebe ich durch. Warst du die Schlange, die den Finny gebissen hat? Guck mich an. Er hat mich gebissen, ja. Ja, hat er? Der Kasi hat dich gebissen. Okay, ja. Das sollten wir auf jeden Fall kurz desinfizieren. Machen wir was drüber. Kleines Raubtier. Was ist denn mit dem da? Hallo? Ja. Hallo, komm mal hier rüber. Der Mann entpuppt sich als Schlangenbesitzer. Er wollte das Tier ins Ausland schmuggeln. Was haben wir jetzt? Was ist denn mit ihm hier? Guck mal, bleib. Achte mal an der Hand. Achtung, das sieht aber nach einem Biss aus. Finn, hier bleiben. Kasi, selber hier die Schlange hat. Jungs, hier bleiben. Ihre eigene Schlange? Ja. Was ist das für eine Schlange? Kobalt, netter.
Krallennatter. Okay, müssen wir direkt weitergeben. Ist das der Herr, den Sie eben gesehen haben? Oben genau, der Tasche? Das ist der Mann, der oben neben uns saß. Ich muss ihn einmal die Augen schauen. Wir müssen arbeiten. Der Mann. Ja, okay, alles da. Kann ich uns lass so sagen, dir einmal bitte die Augen auf, dass ich mir die Augen leuchten kann. Ganz wichtig. Wo ist die Schlange? Komm, los. Einmal Sättigung. Trage runter. Wo ist denn, haben wir, sind Sie Fachmann für Schlangen? Ja, ja, ich bin der Veterinär. Sagen Sie mal was eben zu Korallenottern für uns. Ja, die sind hochgiftig und die Problematik ist, die kann auch noch nicht allzu weit sein, weil das ein sehr reaktives Gift ist. Wollte gerade fragen, also ja, je nachdem, wo der Biss ist, innerhalb von wenigen Minuten. Reagiert wo drauf? Okay, wir müssen uns beeilen. Direkt auf das Toxin, gewebszersetzend okay, also und auf den Kreislauf. Soll ich dir helfen, Frau Doktor? Ja, aber dann kann es auch nicht mehr weit sein, dann müssen wir aufpassen. Könnt ihr noch mal mit abfangen? Ja, aufpassen. Habt ihr? Kopf fertig. Ich hab den Kopf. Kopf sagt an. Bei 3, 1, 2. Stabile Seitenlage. Ja. Erstmal. Eben durch die Tatsache, dass es hier kein Antiserum gibt, ist der Zustand des Patienten natürlich sehr gefährlich. Wir haben von unserer Seite aus alles getan, das Klinikum informiert. Dort wird man den Patienten symptomatisch weiter behandeln. Von Glück war wirklich, dass wir hier direkt vor Ort waren, direkt eingreifen könnten. Und das begünstigt die Prognose etwas. Seid umsichtig, ne, auf jeden Fall. Also wenn, kann nicht weit sein. Das muss, heißt auf jeden Fall. Kann ja nicht am Patienten sein, oder? Wir gehen raus. Immer nach unten gucken, aufpassen. Hast du Atmung? Ja. So, wir sollten uns echt beeilen. Meldest du uns schon an, sag Bescheid? Ja. Hier nochmal mit einer Trage, bitte. Einmal eine Trage hier. Kopf sagt. 1, 2, 3. Satzstelle Köln, 1 Können wir da vorne raus? Wollt ihr euren Rucksack mitnehmen? Ja. Ja. Wie sicher sind wir mit unseren Stiefeln? Relativ. Also wenn ihr was seht, bitte ruft mich sofort, ja, weil die auch eine gewisse Reichweite haben. Okay, das ist am besten hier aufpassen, dass du keine Passanten langlaufen. Ja. Wir sichern hier ein bisschen ab, ne? Ja. Aber guck mal, runter. Hier. Warte kurz, hier. Gehen wir mal kurz rum. Warte mal. Vorsicht bitte, Abstand halten. Abstand halten, bitte. Abstand halten. Vorsicht. So, ich bringe die direkt in ein bisssicheres Behältnis. Ja, das hier ist tatsächlich eine Korallenotter. Die gehört mit zu den giftigsten Schlangen in Südamerika. Man kennt keine wirksamen Gegengifte oder Sera, die vernünftig funktionieren. Darum gehört sie tatsächlich zu den Schlangen, denen man wirklich nicht begegnen möchte. Und gerade hier in dieser Flughafenumgebung besteht natürlich akute Gefahr für Leib und Leben. Das ist auch der Grund, warum ich sie jetzt ganz schnell wieder wegpacke. Ja, hör mal, super. Ne? Dadurch, dass du dich so gut auskennst, ne, konnten wir jetzt auch direkt wissen, was es für eine Schlange ist und dass sie gefährlich ist. Das ist toll gemacht. Und du, allein junger Mann, du kriegst den nächsten Maulkorb, damit du aufhörst zu beißen, ha? Ich brauchst du gar nicht so gucken, ich mein's ernst, es wird nicht mehr gebissen. Super. Ja, nur gucken Sie, dass Sie die Tasche kriegen, ne, die noch da hinten liegt, ist ja von Ihnen. Ja. Ja, diesmal ohne Schlange. Ja, hoffentlich. Ja, da geht ein aufregender Tag zu Ende, wir wünschen Ihnen alles Gute. Ja, den Flieger haben wir jetzt wohl verpasst, ha? Ja. Tja, da wird die Omi traurig sein. Aber eine tolle Geschichte zu erzählen. Danke nochmal für die Mithilfe, ganz toll hast du das gemacht. Und dann wünschen wir Ihnen noch, soweit es geht, einen angenehmen Abend. Dankeschön. Astrid und ihre Kinder konnten noch am selben Tag mit einer späteren Maschine nach Mallorca fliegen. Sie wurden kostenlos umgebucht. Der Schlangenschmuggler hat den Biss knapp überlebt. Sein Tier hatte zum Glück nur wenig Gift abgegeben. Ihn erwartet nun eine hohe Geldbuße.